Hallo, ich wollte euch gern zeigen, wie ich mein Dezember-Tagebuch vorbereite. Ich habe hier dieses Simple Story Album, 6x8 Inch ist das groß, und ich habe mir vier Papiere von der Hey Santa Kollektion von Great Paper ausgesucht. Damit möchte ich mein Cover gestalten, innen als auch außen. Und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal schnell. Und ich zeige euch nicht nur, wie ich die Papiere aufklebe, sondern auch dann, wie ich das Cover vorne ein bisschen gestalte, also ein bisschen verschönere. Ja, für dieses Album, ich habe mir das ein bisschen ausgemessen. Ich würde euch empfehlen, ihr messt es auch nochmal nach, aber ich habe benutzt die Maße 21,7 cm mal 17 cm, und es ist immer gut, erstmal nachzumessen. Dann habe ich ein Papier, wie ihr gesehen habt, zurechtgeschnitten, angelegt, ob das passt, und dann die restlichen Papiere zurechtgeschnitten. Und jetzt benutze ich hier dieses starke doppelseitige Klebeband oder Red Tape, also rotes Tape oder Sticky Tape, wie man das auch immer nennen möchte. Vielleicht kann man es auch mit Flüssigkleber machen, aber ich mag bei solchen Projekten nicht gern mit Flüssigkleber arbeiten. Deswegen meine Wahl ist hier dieses rote starke doppelseitige Klebeband, und ja, damit das auch wirklich gut hält und auch lange hält, müsst ihr wirklich bis zum Rand dieses Tape aufprägen und nicht zu weit rein, weil sonst, wenn ihr da rankommt, dann werden euch die Ecken immer so ein bisschen abgehen. Deswegen schön an den Rand gehen und das Tape so nah wie möglich an den Rand aufbringen. Wenn ihr das fertig habt, dann für mich ist es immer so, wenn ich drinnen vielleicht Fehler mache, sieht man es nicht so extrem gleich und man gewöhnt sich schon mal daran, wie man das aufkleben möchte. Deshalb empfehle ich euch einfach, fangt mit der Innenseite an, wenn ihr so ein Album habt und verschönern wollt, und nicht gleich mit der Vorderseite vom Album vielleicht. Gut. Was ich hier mache, ich halte es einfach so ein bisschen an, gucke und dann klebe ich es auf. Und ja, das mache ich einfach mit allen vier Seiten, also innen 2 und außen 2. Ich habe das mal ein bisschen schneller hier ablaufen lassen, einfach damit ihr mir nicht so ewig bei zugucken müsst. Und jetzt bin ich auch schon bei der Rückseite. Wenn ihr Motivpapier habt, was natürlich eine Orientierung hat, passt auf und lasst euch Zeit dafür. Dann schön nochmal nachgehen mit dem Falzbein, damit alles gut sitzt. Also das Prinzip ist super einfach. Einfach das Papier zurechtschneiden, Tape anbringen, vorsichtig aufkleben. Gut, das war's auch schon mit dem Designpapier. Ich war auch sehr zufrieden. Und in der Hey Santa Kollektion waren so drei Papiere, wie ihr seht, mit so Cutteparts. Die habe ich mir dann einfach mal alle auf einmal praktisch auseinandergeschnitten, um Sachen zu haben, mit denen ich vielleicht mein Albumcover gestalten möchte. Und auch später dann fürs Dezember-Tagebuch, wenn ich dann die Tage mache, dass ich die Sachen einfach schon zurechtgeschnitten habe. Weil anders werde ich das Papier sowieso nicht benutzen, und von daher habe ich gleich alles zurechtgeschnitten. Ja, dann habe ich sowohl als, ich habe die Puffy-Sticker noch von der Kollektion, und das Ephemera-Pack hatte ich noch, und die Sachen habe ich mir jetzt zurechtgelegt, um zu gucken, wie möchte ich es gestalten. Und in der Kollektion waren relativ viele Tags, also dachte ich nehme einfach irgendwie zwei, drei Tags und darauf baue ich das Ganze auf. Da ich nicht wusste, welche Farbkombi ich nehmen wollte, erst dachte ich irgendwie so, na, vielleicht irgendwie in Richtung Grün, weil es ist ja schon alles rot. Aber dann habe ich mich doch für eine rote Variante entschieden. Und was ich mache, wenn ich solche, ich nenne es jetzt mal Collagen vielleicht, oder so Embellishment-Haufen kreieren möchte, ich lege das alles hin und gucke mir das an, wie ich das möchte. Und eigentlich wollte ich kein Motiv mit einem Weihnachtsmann benutzen, aber am Ende benutze ich es. Irgendwie hat mir die Farbkombi am besten gefallen. Ich habe jetzt nicht so wie die meisten Leute so eine sehr gängigen
Dezember-Traditionen wie Weihnachtsbaum und Weihnachtsdeko und so und so weiter. Deswegen wollte ich eher nicht in diese Weihnachtsmann-Richtung, aber den fand ich einfach süß, auch mit diesem Augenzwinkern, und den habe ich mich dafür entschieden, den doch zu nehmen. Und ich habe das relativ viel von diesem, wie ich hier hin und her schiebe, drin gelassen im Video, weil ich dachte, das zeigt euch einfach mal, dass es doch echt Zeit kostet, bis man sich dafür entscheidet, was benutze ich, in welchem, wie arrangiere ich das alles. Dann nimmt man was wieder zurück und wieder hin, bis man sozusagen sicher ist, okay, so möchte ich das haben. Also, wenn ihr das macht und ihr seid vielleicht auch noch neu zu diesem ganzen Thema, macht euch nicht verrückt oder denkt so, ah, das muss auf einmal von Anhieb sitzen. Und hier ein kleiner Tipp, wenn ihr das habt, so wie ihr es wollt, macht ein Foto. Weil ihr nehmt es auseinander und ihr werdet euch nicht mehr dran erinnern, wo alles war. Also ich tue es nicht, deswegen, wenn ich irgendwas so Clustermäßiges mache, ich mache fast eigentlich immer ein Foto und dann kann ich es auseinandernehmen und dann kann ich nämlich mir das Handy, so wie hier, daneben legen und ich kann immer drauf gucken, wie wollte ich es eigentlich am Ende haben, weil wenn ihr das nicht macht, ihr könnt euch nicht genau erinnern, wo wollte ich das haben, dann macht man es doch anders und am Ende denkt man so, ha, so soll das aber nicht ausschauen. Also macht einfach ein Foto und dann habt ihr das als Referenz neben euch liegen. Hier mache ich einfach noch mal ein bisschen die Seiten schöner, weil das habe ich nicht so genau aus. Oder beim Zurechtschneiden war das nicht so exakt. Ja, ich benutze hier auch wieder hauptsächlich das rote Tape, also dieses sehr starke doppelseitige Tape. Einfach weil es gut hält und das muss nur mal ein paar Jahre da dran halten. Und damit sozusagen so ein Cluster wirkt, ist es auch wichtig, dass ihr ein bisschen Dimension da reinbringt. Und das bedeutet einfach, ihr die ersten Schichten, die untersten Schichten, da braucht ihr einfach nur entweder Kleber, Flüssigkleber oder doppelseitiges Tape. Und dann, wenn ihr aufbaut, müsst ihr ein bisschen Abstandstape benutzen oder Foamtape, wie auch immer man das nennen möchte. Hier versehe ich den Text einfach noch mit ein bisschen Band, weil ich das einfach nett finde, weil Texte sind so nur mal dafür gedacht, dass man sie irgendwo anhängt. Und das finde ich ganz gut, dass man das aufnimmt. Hier möchte ich meinen Stapler, also meinen Tacker benutzen. Ich muss dann mal gucken, welche Farbe drin ist, weil ich habe farbige Klemmerchen. Und das mache ich eigentlich immer, um sicher zu gehen, dass dieses Band sich nicht löst. Ich habe jetzt irgendwie nicht so das beste Band vielleicht dafür, aber das wird, glaube ich, sich schnell, relativ schnell wieder lösen. Und deshalb mag ich es gerne, das festzuklammern. Und es gibt auch nochmal so ein bisschen Struktur. Ja, so. Wie ihr seht, jetzt möchte ich die nächsten Tags mit ein bisschen Abstand aufbringen. Und wenn ihr Sachen übereinander klebt, wo das da drunter auch schon mit Abstandstape versehen ist, müsst ihr dann bei dem nächsten echt gucken, muss ich das auf das ganze Teil bringen oder nur auf die Hälfte. So wie ihr seht, hier habe ich zum Beispiel nur am unteren Bereich von diesem grünen Label Abstandstape aufgebracht, weil der obere Teil wird auf dem Tag mit den Punkten liegen und das ist ja auch schon erhöht. Deswegen muss nicht das komplette grüne Label von hinten mit Abstandstape versehen werden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, lasst euch Zeit, wenn ihr sowas macht und überlegt. Ihr werdet auch gleich sehen, ich nehme zum Beispiel auch noch einen Bleistift zur Hilfe, einfach um mir sicher zu sein, wenn ich das Stück Papier aufbringe, dass ich es an der richtigen Stelle aufbringe. So, hier bin ich mir nämlich auch ein bisschen unsicher und deswegen zum Beispiel packe ich nochmal die Trägerfolie zurück, um das hinlegen zu können, weil sonst hätte ich das ja angeklebt und ich wollte nämlich nochmal einfach arrangieren und gucken, wo müssen die ganzen Teile hin und ich bin mir gerade auch unsicher, wie mache ich das und dann fällt mir ein, ach komm hier, nimmst einen Bleistift, machst eine Markierung, dann weißt du, wo du hin musst. Und das macht es einfach einfacher, dass man sich Markierungen setzt, da achtet später keiner drauf, ihr könnt sie meinetwegen auch versuchen wegzuradieren, aber ich mache wirklich immer nur so einen kleinen Mini-Punkt und das radiere ich auch nicht weg, sondern das sieht man einfach später nicht, da achtet keiner drauf. So, hier seht ihr auch, ich werde wieder Tape nur in einem Bereich anbringen. Also die erste Schicht ist praktisch
so, dass es auf dem kompletten Tag mit dem Weihnachtsmann ist. Aber das, was nicht auf dem weiß-rot gepunkteten Tag liegt, da mache ich nochmal eine zweite Schicht an Abstandstape dran, damit das noch höher ist als die Sachen, die da drunter liegen. Also ihr müsst dann praktisch aufbauen. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Aber ich denke, wenn man das macht, lasst euch Zeit einfach, guckt, wie hoch muss es sein, wo muss ich nochmal extra Tape anbringen oder nicht. Und dann macht Markierungen und schön tippt. Hier seht ihr, ich bringe nochmal Tape drauf auf die eine Stelle, was nämlich ein bisschen höher liegen muss. Und ja, das ist das ganze Geheimnis. Einfach nur Abstandstape benutzen. Und dann kann man da ein bisschen Dimension reinbringen. So, jetzt möchte ich gerne noch ein Jahr drauf bringen und ich habe zwei verschiedene zur Auswahl, diese roten und schwarzen, und ich bringe die auf dem Lineal an, sodass ich es anlegen kann, ohne dass es schlecht draufklebt. Ja, und wenn man so zwei zur Auswahl hat, ist es mal gut, man macht auf der einen Seite das eine, auf der anderen Seite das andere und dann kann man nämlich wechseln. Und ich frage hier gleich meinen Mann, den rufe ich kurz, und frage ihn, was er besser findet, ob rot oder schwarz, weil ich kann mich nicht entscheiden. Und ich glaube, jetzt spreche ich gerade mit ihm und zeige es ihm, schwarz, erkläre es ihm, rot. So, und dann sage ich ihm noch, okay, hier, ich will noch ein bisschen was extra hinkleben, deshalb mache ich das gerade, weil ich ihm das gerade erkläre. Und er sagt dann, was er besser findet. Und er sagt auch, rot ist besser, Daumen hoch. Also entscheide ich mich für rot. Manchmal ist es einfach gut, nochmal eine zweite Meinung zu haben, weil man sitzt da auch schon lange vor und dann weiß man nicht so recht, was mache ich jetzt? Ja, deswegen. So, da das Album relativ ja noch nichts drin ist, hat es so eine Schräglage und das beim Aufkleben ist es schwierig. Deswegen nehme ich mir einfach ein gefülltes Album zur Hilfe, stecke das dazwischen und schon habe ich eine glatte Oberfläche, also keine abschüssige Oberfläche, und so kann ich das auch alles in Ruhe und entspannt aufbringen, ohne dass es irgendwie abrutscht oder ich dann nicht so ganz einfach daran kann. Ja, also gibt es so ein paar kleine Hilfsmittel, die man sich einfach nehmen kann und dann macht es einem das Leben einfacher. Ich bringe das hier mit Flüssigkleber jetzt auf, weil ich das einfach ein bisschen besser finde, weil ich mehr Halt haben möchte. Und Tape wäre mir hier zu fummelig. Und auch bei diesen Puppy-Stickern nehme ich mir Flüssigkleber oder Abstandstape zur Hilfe. Einfach, das Abstandstape ist dazu da, natürlich das auf die anderen Ebenen mitzubringen, wo es hin soll, und ansonsten nehme ich Flüssigkleber. Auf diese kleinen Puffy-Sticker Abstandstape zu packen, ist ein bisschen fummelig, aber ja, man schafft es am Ende. Weil man möchte ja auch alles, dass es verschiedene Ebenen hat, einfach damit es mehr Eindruck macht, wenn es verschiedene Ebenen hat. So, also ich mache das immer am liebsten. Ja, das mache ich jetzt einfach zu Ende. Ich bringe die Sachen, die Puffy-Sticker auf und am Ende, ich bringe hier so ein Weihnachtsbäumchen auf und dann das andere heißt Holy Jolly und dann noch ein Regenbogen kommt unten in den Bereich, wo auch der Label ist, und hier überlege nochmal, ob ich noch nur eine kleine Schleife mitbringe, aber das gefällt mir irgendwie nicht, das mir zu überladen dann, aber das ist halt so, man muss halt immer überlegen, okay, was gefällt mir, was nicht. So, was ihr hier auch noch seht, ist zum Beispiel, ich habe diesen Polar Express Ephemer und oben in dem Tag mit den roten Punkten ist auch gelb. Also es empfiehlt sich auch Sachen, Farben oder so zu wiederholen. Jetzt noch die Schneeflocken, davon nehme ich zum Beispiel drei, das ist so ein optisches Dreieck, was ich da mache. Und später ist mir zum Beispiel da, wo ich jetzt die Schneeflocke aufbringe, da ist mir später zu viel Platz, zu viel Freiraum auf diesem dahinterliegenden rosafarbenen Papier. Und das seht ihr hier in dem Video nicht, aber da bringe ich auch noch einen Regenbogen hin, sodass ich sozusagen oben einen Regenbogen habe und unten auch. Ja, das ist praktisch auch so ein bisschen wiederholen. Was ich jetzt noch mache, ich räume auch immer gerne zwischendurch meinen Arbeitsbereich auf. Und am Ende bringe ich eigentlich jetzt noch ein paar Sterne auf. Da benutze ich nicht nochmal extra Kleber, glaube ich. Das mache ich, glaube ich, einfach so. Die drücke ich an. Und um dem Ganzen so einen Abschluss zu geben, habe ich mich auch noch entschlossen,
dass ich dann mit goldenem Spray noch so ein paar Farbkleckse drauf bringe. Hier überlege ich noch, könnte ich noch was extra machen? Nö, reicht mir jetzt so. Und ja, den Untergrund schützen und dann noch ein bisschen goldenes Farbspray und das war's. Und dann ist mein Albumcover auch schon fertig. Ich bin echt happy, wie ich das ausgewählt habe, alles und die ganze Farbkombi. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht macht ihr auch Dezember-Tagebuch, dann lasst mir doch eine Nachricht da und ich freue mich drüber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss!